2006 haben sie dann irgendwann, es hat Beschwerden bei der Datenschutzkommission gegeben in Italien, weil Leute massenhaft erpresst worden sind mit ihren Verkehrsdaten. Es haben sich Leute beschwert, dass sie in ihrem Postfach Erpressungsschreiben gefunden haben und beigelegte Kopien ihrer Verkehrsdatensätze über ein Jahr. Und da gab es dann eine Untersuchung, weil irgendwann muss man ja mal was machen. Und dann ist der Herr Bowe, der technisch nicht schlecht drauf war, draufgekommen, dass die Jungs vom Tiger Team mit ihrer Data Mining Applikation sämtliche Sicherheitsvorkehrungen quer durch den Konzern ausgehoben haben. Sie haben Zugriff auf alles gehabt. Sie sind nicht in die normalen Tools eingestiegen, die den Mitarbeitern zur Verfügung stehen und die eben Sicherheitsbeschränkungen haben, dass nicht jeder überall hin darf. Sie sind von oben rein und haben sich alles gekrallt, weil Data Mining muss über alles, über alle Datensätze gehen oder es ist nicht effizient. Und so ähnlich dürfte es auch bei der Deutschen Telekom ausgesehen haben. Die Sicherheitsabteilung hat offenbar quer durch den ganzen Konzern auf alles Zugriff gehabt. Und das wurde offenbar völlig unzureichend oder gar nicht mitprotokolliert oder es wird uns immerhin verschwiegen, dass das passiert ist. Wer da wann wo welche Datensätze abgerufen hat. Und das wäre zum Beispiel eine Erklärung dafür, warum ständig immer wieder neue Datensätze von der Deutschen Telekom auftauchen, aus dem Nichts. Es sind offenbar so viele am schwarzen Markt unterwegs, in verschiedene Pakete schon aufgeteilt, schön marketingmäßig. Hier haben Sie mal 800 Ärzte oder da haben Sie 500 Prominente. Verkaufen Sie ihnen was. Na, lange hat das nicht überlebt, der Herr Bowe. Er ist ein paar Wochen, nachdem das Ganze in den Medien gelandet ist, ist er in Neapel von einer Brücke gestürzt, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Niemand kann sich ein Motiv für seinen Tod erklären. Als ein zweites Motiv wäre nur möglich, dass er selbst in diese Angelegenheit verwickelt wäre. Ist aber interessant, da sitzen Leute, na, wir kommen gleich dazu, hier, sein Vorgänger wird des systematischen Missbrauchs der ETSI-Schnittstellen beschuldigt, illegaler Datenhandel und Erpressung. Das ist der Typ, der hat auf Bestellung die Inhalte von Telefonaten Prominenter oder von Fußballern geliefert für die Zeitungen. Auf Bestellung. Sie haben es über eine eigene Agentur verkauft. Der hat eine eigene Agentur eingerichtet, da konntest du deine Bestellung aufgeben, wessen Verkehrsdatensätze du haben willst. Naja, dann wurden am Ende 2 Dutzend Telekom-Techniker verhaftet, das komplette Security-Team der Telekom Italia, die vorher so angegeben haben. Einer dieser Herren, den habe ich 2004 auf einem Kongress des Chaos Computer Clubs getroffen, als Referenten. Er hat über Data Mining in einer massiven Zahl von Datensätzen gesprochen und hat erklärt, wie das geht. Ein Fachmann. Das ist der Einzige, der jetzt noch sitzt. Und Sie sehen, Polizisten und Militärgeheimdienstler sind in Haft. Die waren alle an dieser Agentur dran beteiligt. Mittlerweile geht man von einem Schaden von über 40 Millionen Euro aus. Es ist aber alles, sind noch keine harten Zahlen. Es gab bis jetzt keinen Prozess. Es wurde niemand angeklagt im Fall des Selbstmords. Es wurde auch von den anderen, scheint noch überhaupt keine Anklage fertig zu sein und der Prozess ist nicht gestartet, 2 Jahre danach. Jetzt sind wir in Griechenland, das ist ein Jahr früher. Das ist durch eine ganz komische Sache aufgefallen. Leute haben einen Vertrag bei Vodafone Greece abgeschlossen und sind plötzlich draufgekommen, bei mir gehen keine SMS rein. Auf diese Nummer kann keine SMS empfangen. Dann haben sie sich beschwert bei Vodafone. Vodafone war das ein Rätsel. Warum die das nicht wissen? Warum die keine SMS bekommen? Also haben sie ihre Spezialisten geschickt. Und zwar die Typen, die dieses Intercept-Management-System, hier sehen Sie, nur so jeder, der die vollständigen Dokumente und Handbücher haben will,
und sämtliche Hintergrunddokumente, braucht mich nachher nur fragen, kriegen Sie. Das ist das Ericsson Interception Management System, das ist eigentlich nur eine große Suite, die hängst du an das Telefonienetz dran und das macht die Arbeit für dich. Das Ding wurde gehackt. Also, der Premierminister, sein ganzes Kabinett, politische, auffällige politische Erscheinungen aus der Opposition, Linke, Gewerkschafter, wurden systematisch monatelang abgehört. Und da kommt's. Irgendjemand hat in das Netzwerk von Ericsson Griechenland eine in der Programmiersprache Plex, ich kenne wirklich viele Hacker, ich kenne keinen einzigen, der Plex kann. Das ist eine Programmiersprache nur für Ericsson Switches. 6500 Zeilen Code. Sie können sich wohl vorstellen, dass das ein ziemliches Programm war, was dort gelaufen ist. Das war kein kleines Krypto. Und sie haben 16 Remote-Updates reingespielt. Jedes Mal, wenn Ericsson sein Netzwerk gepatcht hat, also irgendwas Neues reingespielt hat, haben die ihr Ding daran adaptiert und haben es auch gepatcht, weil sonst fallen sie auf. Und 16 Mal ist es gut gegangen, beim 17. Mal ist ihnen ein Fehler unterlaufen und dann flog das Ding auf. Vor Gericht haben sich Ericsson und Vodafone gegenseitig die Schuld zugeschoben. Ericsson hat gesagt, Vodafone MI6. Na klar, glauben Sie, dass eine britische Firma wie Vodafone in Griechenland einen Sicherheitschef einstellt, der nicht von MI6-Leuten gescreent ist? Wer das glaubt, träumt. Und dann, Dezember 2005, die griechische Regierung war entsprechend sauer. Die haben komplett das ganze Kabinett abgehört. Und zwar ging es wahrscheinlich um die Haltung Griechenlands gegenüber einem EU-Beitritt der Türkei. Und dann flog im selben Jahr plötzlich der Stationsleiter vom MI6 in Athen auf und verließ fluchtartig das Land. Den letzten Stationsleiter vom MI6 in Athen. Und den hatten zwei Männer, die auf einem Motorrad unterwegs waren und ein schweres Maschinengewehr mit hatten, auf dem bei einer Kreuzung trotz gepanzerten Wagen echt durchsiebt. Also er hatte Grund, dass er geht. Und dass er enttarnt wurde, ist auch eine klare Sache. Die griechische Regierung weiß natürlich, wer der MI6-Stationsleiter ist. Aber es ist halt dann in den Medien gestanden. So, der Skandal in Athen ist durch eine Kollision von zwei Überwachungsprotokollen am ETSI-Interface aufgeflogen. Da haben sie zwei Serien von Protokollen gemacht und dann sind sie draufgekommen, dass Equipment, das der ersten Serie von Protokollen, die sie erstellt haben, nachgebaut ist, also diese Protokolle befolgt, genau am HI2, an dem Interface, wo die Daten durchgehen, am mittleren Interface, dass es dann eine Kollision gibt. Dort gehen auch die SMS durch. Und es war dann so, man hat das Setup sich angesehen, die haben das ETSI-Interface, was ich Ihnen gezeigt habe, gehackt, sind rein, haben es freigeschaltet. Das hat die Software gemacht, die 6500 Zeichen. Dann haben sie die Gespräche kopiert auf dem Kanal 3 und haben es einfach auf